Wie ist bei dir? Struzi, ich hab Bock. Ist geil. Geil! Jawohl! So, damit ihr ein paar Insights habt, was wir tatsächlich mit der Gabel gemacht haben. Hier ist das Teil quasi, das die Rebound-Geschwindigkeit beeinflusst. Und dann haben wir das quasi aufgebohrt. Moin Leute, willkommen zurück. Neues Video, neuer Tag. Wir sind in Ludenwil, da wo diese Woche der nächste Weltcup ist. Am Heizen, ist jetzt Sonntag. Es hat heute Nacht geregnet. Dino Neumann ist am Start. Garlicky. Wir fahren jetzt die unteren Strecken hier, die sind ziemlich steil und mattig. Gutes Training fürs Wochenende. Let's go! Right. Pressing the fork again. Yeah, man. Go. Me? Yeah. Why me? Why not? Oldest man needs to go first. Wow. Come on. Verbremst, ey. On the gap! Boah, die Reifen hier! Macht Bock! Geile Piste! You want to go in front a bit, I'll film you, because I've also got my camera. Log City! Let's go, mate! Bro, that last section. Alter! Steep! Das ist steep und Alter. Die andere Strecke war komplett so. Ja. Also wir haben jetzt gerade eine Tageskarte gekauft und fahren jetzt ganz hoch. Es gibt hier zwei Lifte. Einmal unten die Gondel und dann hier der Sessellift. Jetzt geht es hier in die Wolken rein. Und ja, Strecken sind slick, macht Bock. Mir jedenfalls. Wie ist bei dir? Struzi, ich hab Bock. Ist geil. Geil! Geil! Sah so auch aus in Andorra, Lino? Nee, Andorra war Dusty. Dusty? Nee, Andorra war geil. Direkt von der WM hierher.
36. Platz. Erzähl den deutschen Fans mal so kurz. So ist es. Nee, war ein übel geiles Wochenende. Schon der erste Trainingstag war geil. Es war übel loose gewesen am Anfang. Und Quali leider am Platten gefahren. Beziehungsweise ich habe mir das Ventil rausgebrochen, Stein ins Rad gefallen und dann war Schluss. Aber trotzdem noch runtergebracht. Zum Glück hatte ich einen Insert drin im Reifen, dass ich halt runterfahren konnte. Und mich dann ins Finale gerettet noch. Und am Finaltag war es früh ein bisschen greasy. Hat geregnet die Nacht über. Aber war geil. Noch Last Minute Tire Change gemacht. Und es war geil. 36. Platz. Guten Run runtergebracht. War geil. Leider im letzten Split noch was verloren. Ich war im dritten Split, glaube ich, nur 0,05 von der Pace weg. Krass. Und dann unten leider 0,8 oder sowas. Krass. Und aber geiles Wochenende, übel Spaß gehabt. Und da müssen wir jetzt weiter ansetzen. Und dann machen wir hier weiter, nun will. Und dann voll Gas. Starke Leistung. Props gehen raus. 36. bei einer WM als Junior. Danke. Hoch. Danke, Stoner. Danke, Stoner. Bitte, immer gerne. Über den Wolken. Wir sind jetzt noch in den Wolken, aber ich glaube, er ist über den Wolken mit dem Result. Let's go. Geil, jetzt sind wir über den Wolken fast. Geil, ne? Auch geil das Aussicht. Ich glaube, da vorne geht's rein. Ja. Komm mal rechts. Oh. Ja. Dann hopp. Ja, yeah, that's cool. Hoppa. I like it. Grind riding. Boah. Puh. Nice. Aber keine Ahnung, ob das Griff hat. Boah! Nebel! Boah, man sieht nichts. Also, ne? Oh. Schon geil. Aber es slick teilweise. Oh. Crazy. Nice one. Oh, that's funny. The one is the blue one. I think it's still this way. Yeah, which one? I think it's yeah, one. Yeah. Let's go there. Oh, no, but that's just candy. Huh? This one is green, that one. Yeah, but this is like goes to the. Okay. I think where we dropped the first run. Yeah. What's the time? Can we do another one? 11:48. Oh, we can do another one. Can we be fast? Yeah, up here for sure, or like to the bottom. Depends what you want to do. Okay. Let's go. Yeah. Well, there's a. Das ist Eis. Ja. Oh Mann! Das ist so wild! Ah! Oh. Bank it up. Immer schön in die Bank ist der Trick. Er fährt ein bisschen weit unten. Immer in die Bank. That was sick. Ah.
Yo. Oh! Mittagspause vorbei. So what are we saying, Mr. Fogg? We going? It's faster. I mean, it's 7 clicks low speed and 4 or 5 on the high speed. Er hat immer gesagt, er hat eine zu langsame Zugstufe. Ich habe es gestern nicht gefilmt, aber wir haben die gestern auseinandergebaut. Mit einem Schraubenzieher modifiziert und jetzt ist sie schneller, wie sie je war. Und wir fahren die jetzt. Schauen wir mal, ob das Schraubenzieher-Tuning, das ihr jetzt leider nicht sehen könnt, funktioniert. Fast enough? It's definitely faster. Let's go then. So, damit ihr ein paar Insights habt, was wir tatsächlich mit der Gabel gemacht haben. Hier ist das Teil quasi, das die Rebound-Geschwindigkeit beeinflusst. Und dann haben wir das quasi aufgebohrt. Ganz simpel eigentlich, für alle, die SR Santor fahren und, und die Gabel zu langsam ist. Grüße gehen raus, also ausbauen und dann das Teil hier aufbohren. Hat funktioniert. Der Rebound ist schneller. Die Gabel soll smoother sein denn je. Stefan said the fork smoother than it has ever been. Is that true or is it not true? That's true. So, ja, Grüße gehen raus an alle Sandor-Fahrer. Das ist der Trick. It's better, right? Way better. Oh. Oh. That's your back wheel. I think that's the axle. Oh shit. Oh, shit. I broke the axle on this bike. Really? It broke like. I should do it. I thought it was my head shine, I was like. No, there was the rear axle fully loose. Oh, that happened to me about the sole as well. Really? I was practicing and my axle just came completely out. I was just like, what? Oh, mine. Okay, good. I'll follow you this time, Julian. Oh, good. I'll follow you. Okay. So then, Julian. Julian needs it out. Huh? You lead it out. Wait. Frickin' sick! Oh! Getting loose, Steiner! Freaking sick!
love it. Freaking send it! Section is so fast. Pedaling. So, Tag durch für heute. 5000 Tiefenmeter geschossen. Ja, eigentlich war Regen vorhergesagt für heute Nachmittag, aber es ist dann noch abgetrocknet, kein Regen und absolute Prime Conditions.
Wir sind durch, Räder werden geputzt und dann sehen wir uns nächste Woche da drüben für den Weltcup. Ciao. Ciao. Ciao for now. See you later, Alligator.